Bist du wie bitte? Wo bist du? Im Jagula, von dem Chester und dem Schafter. Eldorado Anwesen. In welche Richtung? Kommt von runter zum Anwesen. Dann stellt euch mal hier am Golfplatz. Guckt, dass ihr da hinkommt. Gärtner? Pittet die weg. Bin jetzt am Gärtner, bin jetzt gleich bei uns am Anwesen. Zwei Fahrzeuge. Haben die dich schon angesprochen, oder? Frage, und es soll stehen bleiben, hab ich dann weggepittet. Okay, die sind nicht mehr hinter ihm her. Die sind weitergefahren. Keine Ahnung, wo lang. Da vorne sind die. Sind Da, da kommst du. Vors Anwesen direkt, ja. Auf die schießen, Schussangriff ist raus, Schussangriff ist raus. Auf, der schafft, der schafft. Auf, der schafft das hoch Richtung Gärtner. Kommt da alle hin jetzt. Fick den jetzt. Okay, der schafft das komplett down. Ne, fahrt mal hier ein Auto rum und so mit den anderen. Was war denn das für ein Auto, der andere? Auf wie ein Entity sah das. Ein Entity oder so. Wollen wir die auf die Blacklist setzen, die Idioten hier? Ja, natürlich dürfen wir Blacklist setzen. Nein, wollen. Misha. Misha, mach du das mal mit. Also mindestens diesen Tasty da, der macht die ganze Zeit doof. Der droht die ganze Zeit, hier im Fratello. Ja, da gibst du halt dem noch mehr Angriffsfläche. Der ist der mit der roten Hose. Leute, wo seid ihr? Macht mal jetzt einen Call. Gegenüber von Richmond Hotel. Dankeschön. Junge, Alter. Michael, dass die Zivilisten haben wieder sehr, sehr große Eier. Ja, ich weiß, aber... Was heißt, nicht die Aufmerksamkeit geben? So, keine Ahnung, wenn er auf Fratelli schießt. Ich meine, der macht ja die ganze Zeit, der hat ja nichts Besseres zu tun als. Ich bin dafür, dass wir alle jetzt auf die, alle, die da liegen, auf die Blacklist setzen. Also, diesen Tasty auf jeden Fall, der hat ja auch schon Dings bedroht und so weiter. Und entscheidet euch, ob wir jetzt auf die Blacklist setzen oder nicht. Ja, hier gibt's nichts zu sehen, okay? Hier, der Nero fährt jetzt weiter. Also, hier ist doch nur eine Straße. Also der Nero fährt jetzt weiter, verstanden? Auf die Blacklist setzen, der hat vorher schon Jeppi gedroht und so weiter. Ist es eure Straße? Nicht, oder wieso soll ich weiterfahren? Es gibt hier nichts zu sehen. Dem wird nicht aufgeholfen, Creamy, und du darfst jetzt weiterfahren, ganz einfach. Aber ich helfe doch niemandem auf, verdammt, ich bin doch gar kein Medic, hä? Nein, ich hab gesagt, den wird nicht aufgeholfen und du darfst weiterfahren. Ja, ich fahr weiter. Dankeschön. Nachdem ich hier meinen Schuh wieder angezogen habe. Ich stabilisiere dich mal hier, Kollege. Hansen, Junge, warum musst du jetzt nicht mal erklären? So, Tasty Wilhelms. Hiermit bist du auf der Blacklist der La Cosa Nostra. Deine Freikaufsumme beträgt 50.000 durch Beschuss auf Familienmitglieder und Drohungen gegenüber Familienmitgliedern. Du kannst Hansen, diese Summe bei einem Rang höheren auszahlen. Wen habe ich bedroht? Du weißt also, ganz genau, wen du bedroht hast. Sag es. Okay, wir wollen das jetzt nicht so klären, ne? John Pierre. Ich möchte es wissen. Also wie gesagt, John Pierre. Richtig. Der Mann, der sagt, dass er nichts mit der Essenz zu tun hat, oder was? Ach, du bist hier in der Position, hier überhaupt nicht zu reden, verstehst du mich? Ja, wenn die Cops jetzt... Ey, das ist nur ein Streifen, ne? Mach mal eure... hier Dinge. Lass mich mit dem reden. Buenos Aires, daher. Hallo, wer ist denn hier euer Chef? Kann ich weiterhelfen? Können wir aber reden unter vier Augen? Ja, natürlich, kommen Sie mit. Immer auf die andere Straßenseite ist sicherer, bevor wir darüber fahren werden. Alles klar. So, dann stelle ich mich mal vor, Hohenschein von Los Santos Police Department. Darf ich mal fragen, was hier los ist? Ja, ich glaube, die Herren hatten irgendwie einen Verkehrsunfall. Wir haben auch schon alle drei stabilisiert. Oder vier, ich weiß nicht genau. Ja, ich sage. Wie gesagt, wir warten hier. Machen wir einen Deal, es ist bald Weihnachten, ne? Also es sind noch ein paar Minuten oder so. Lass dir die Medics die aufheben, das Thema ist erledigt. Das wäre echt ein netter Zug von euch. Weil ich habe keinen Bock auf Stress oder so. Wir sind alles nur Menschen. Wieso auf Stress? Ja, keine aus, Ahnung. Irgendwie, als ob ich Stress möchte. Nee, aber weil es gesagt wurde, hier irgendwie die Medics sollen nicht anfahren oder so ein Scheiß. Ach, keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Haben das die Medics behauptet? Okay. Da kam Notruf rein. Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Können wir uns darauf einigen? Können wir uns darauf einigen. Dafür habt ihr nächstes Mal eine freie Karte. Merkt ihr meinen Namen, Heuenstein? Alles klar, dann rufe ich mal die Medics an, dass sie hier anfahren können. Wie war nochmal der Name? Heuenstein, okay. 904. Ich danke dir. Oder Ihnen, wie auch immer. Ich sage ja, es ist immer ein Nehmen und ein Geben. Nur manche Kollegen nehmen das irgendwie nicht so genau. Das ist halt immer das Problem. Kurze Sekunde. Der Cop, der will halt, dass sie mitgenommen werden vom Medic, ne?
Weil die Medics haben einen Notruf abgesetzt, dass wir die Cops jetzt, also dass wir die nicht mitnehmen lassen. Also wollen wir die Cops jetzt wegschicken oder wollen wir die aufheben lassen? So, mit meinem Rang habe ich zwar nichts zu sagen, so, aber keine Ahnung, warum ich jetzt den Leuten die Langwaffen doch noch da lassen soll, wenn die auf uns geschossen haben und wenn da drei Cops sind. Theoretisch könnten wir sie so ficken, ne, dass sie halt eine Langwaffe mithaben, ne? Und die, also wenn sie dann da nichts machen, dann fressen den Besen. Ne, wir können die halt, also der Cop ist auf jeden Fall sehr kooperativ hier, ne? Der hat gesagt, er hat keinen Bock auf Stress und so und er weiß, dass wir halt... Die haben den stabilisiert, durchsucht und dass er halt eine Langwaffe hat, ne? Kann er doch selber... Wir können denen sagen, die haben Langwaffen, wir möchten, dass die eingeknast werden, ne? Das können wir auch kontrollieren. So, also ich sag mal so, Herr Officer, wir haben die ja gerade stabilisiert. Natürlich wollen wir, ne, dass jeder Bürger überlebt. Leider mussten wir dann aber auch feststellen, dass sie halt so Langwaffen mit sich haben, also... Oh! Okay. Genau. Mit denen haben wir halt auf uns geschossen, ne? Also wir haben halt auch, ja, also keine Ahnung, vielleicht können sie das selber gerne nochmal überprüfen. Also das mache ich doch gerne, ich würde die von den Medics einladen. Wie viele Leute seid ihr? 1, 2, 3, 4, 5, ihr könnt das alle bezeugen? Genau. Ja, also wie gesagt. Oh, die sind ja alle maskiert. Nein. Ich habe Hilfe, der, ich habe noch einen Bus. Ah, der hat noch, okay, deine hat noch. Ja, ja, genau. Ja. In der roten Hose kannst du mitnehmen. Auf dich wird natürlich gekümmert, keine Sorge. Wo liegt denn? Ich sehe den gar nicht. Hier, direkt am Auto, ganz komisch. Der hatte einen weißen Pulli an und eine rote Hose, korrekt? Ja, ja. Ist ja theoretisch egal, was abgeht. Uns ist ja nur wichtig, wenn jemand da rein oder rausfährt, ne? Damit wir da zugreifen können. Also am besten halten wir uns in der Nähe auf, aber nicht an öffentlichen Straßen, wo man uns direkt sieht. Weißt du, weil wenn die uns einmal sehen, dann ist gefickt. Zum Beispiel, ich halte mich am Schrottplatz drin auf. Ja, ich bin hinterm SG. Dann fahrt mal alle zum Schrottplatz. Also wir lassen den Kopf reinfahren und der kommt dann mit dem Typen raus, ne? Weil der wird ja nicht inhaftiert. Okay, alles klar. Also er ist definitiv nicht inhaftiert. Das kann ich sagen. Okay, gut. Die Zeitmöglichkeiten haben wir und so sind wir auch auf der Sicherung. Ich sag mal so, damit dieser Plan funktioniert, muss ein Frackauto auf alle Fälle vor dem Tor stehen, ne? Ich da jetzt hin. Weil sonst haben wir, sonst gibt es ja nicht diese Gefahrenlage, dass ne, damit nicht mit PD abgeführt werden muss. Ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn alle Frackkarre da steht, dann wissen die, okay, wenn die wirklich beschützen wollen, ne, wenn die korrupt sind oder keine Ahnung was, dann werden sie auf alle Fälle im PD-Wagen rausfahren. Dann sind wir auf der Safe-Seite. Ja, aber wir müssen euch nur die Karre. Ja, aber wenn die Frackkarre davor steht, dann werden die da nicht reinfahren, um den rauszuholen. Ja, du musst warten, bis sie rausfahren. Die müssen rein und den rausholen, wenn der wirklich noch nicht eingeknastet ist. Also pass auf, wir warten, bis der reinfährt. Warte mal kurz, Frank, ich muss funken. Wenn er dann reinfährt, ne, dann stellen wir uns dann hin. Ich hab auch gefunkt. Auf easy basis. Genau, pass auf, das Ding ist, JP versteckt dich nochmal. Und sobald ich von meinem Kontaktmann höre, dass da eine Streife reinfährt, werde ich dir das Bescheid geben und dann kannst du dich mit der Frackkarre davor stellen. Dann, ja. Wollen wir nicht lieber hier die Cops einpacken, statt irgendwie da vorm Knast wegzuknallen? Außer wenn die jetzt irgendwie, die sind ja im Tausenderfunk, hat er vorhin gesagt. Und da sind nicht viele da. Ja genau, aber da ist ja noch FAB und wahrscheinlich alle drin, ne? Alle Staatsbeamten. Ja. Wenn die 1199 am Staatsgefängnis durchcallen, dann müssen wir die direkt wegknallen. Wie viele waren die denn gerade? Drei? Drei Cops. Und ja, ich glaube, wie schnell machen wir die weg? Ja, ich meine nur, guck mal, wenn wir die vom Knast wegknallen, wird Army die aufheben. Ja, oder da ist noch nichts reingefahren, Medic. Oder? Frank? Da ist noch nichts, okay. Wir müssen die einpacken, irgendwo im Paletto weg. Ich glaube nicht, dass die rauskommen werden, wenn wir hier die ganze Zeit, ne, wenn die jetzt hier... Oha, Alter, hier kommt. Was? Oha! Oha! Jungs, zieh durch! Da kommt eine Valkyrie! Oh mein Gott! Pisst euch! Die wird eh nicht schießen. Die darf nicht auf uns schießen. Grund zu schießen. Der will uns nur weg. Der will uns nur weg. Runter, wir sind doch nicht mehr. Wir sind nicht mal in der Sperrzone. Wir haben keinen Grund, uns zu schießen. Also, bleib stehen, mach Micha. Locker. Ja. Maske aus. Schieß bitte dann nicht auf die Valkyrie. Das ist ein bewaffneter Buzzard. Ja, der darf, super Call, das ist eine Valkyrie, Alter. Jungs, der darf generell nicht auf uns schießen. Selbst wenn wir gleich mit PD Verfolgung gesagt haben, dürfen die eine Valkyrie nicht benutzen, einfach ohne Grund.
Der fliegt wieder zum Knast. Ich glaube, deren einzige Aufgabe ist gerade, uns abzulenken quasi, dass wir ein bisschen uns verteilen wieder. Moin, Meister! Alter, offensichtlicher geht's ja nicht. Okay, im SG-Auto saßen drei Leute. Anscheinend ist der im Army-Auto. Wo ist das Army-Auto? Die sind zu viert reingekommen. Haben wir JP? Verfolgst du die? Nee, soll ich? Ja. Ja, wo sind die lang? Den Army-Wagen mit verfolgen. Die sind um das SG rumgefahren, links rum. Hä? Was ist denn mit dem Army-Buffalo? Der Army-Buffalo ist ja, wo okay, wollen das denn? Dann verfolgt den Army-Buffalo weiterhin. Ja, ja Heli- klar, wir verfolgen die Army-Karre, weil in der Army-Karre sitzt der Typ. Wenn wir jetzt alle dahin fahren. Fahr einfach mal dahin, wir drücken und keine Schüsse ankriegen. Ich will nur wissen, ob der da drin sitzt. Weil dann können wir den Kopf aufhängen. Ich komme vom East Highway runter, bin gleich Höhe K1. Weiter Position callen, bitte. Der wollte so mal den Fahrer wechseln. Am Bund Parkhaus. Sag mir, wenn du stehst. Nee, Auktionshaus fährt Auktionshaus rechts. Ja. Wie stehst du jetzt? Fährt links wieder am Auktionshaus vorbei in Richtung PD. Fährt wieder rechts. Ey, der darf nicht zum PD, Scheißegal, drop die Schussankündigung dann schon. Der fährt vor. Links. Er ist jetzt gleich Pillbox. Okay, drop ihn Schussankündigung. Er darf ja, nicht Jungs, ihr müsst Gas geben. Ist mir scheißegal, drop ihn auf. Wir sind am, wo seid ihr? Call, Würfelpark sind wir gerade. Er ist da, ist er rechts. Der, geradeaus und dann rechts. Geradeaus und dann rechts. Jungs, die und schießen, ne? Der Buzzard. Jetzt. Der Buzzard schießt. Echt? Der Scheiße. Mit dem Maschinengewehr? Ja. Nein, mit Bomben oder so. Was für Bomben? Die links sind nicht sicher, dass irgendwas. Einmal stehen bleiben. Stehen bleiben muss knallt sofort. Das macht man ganz einfach. Dann bleiben aussteigen. Einmal aussteigen. Aussteigen oder es knallt. Stehen bleiben und aussteigen. Oh. Alle, die im Fahrzeug sitzen. Motorradshop. Aussteigen oder es knallt. Sofort. Junge, schieß schon. Aussteigen. Leute, ihr könnt schon gleich schießen, wenn die nicht wieder raussteigen. Ja, Leute, das. Würfelpark. Diesen Trap. Fahren jetzt am Würfelpark vorbei. Komm, steig ein. Hoch Richtung K1. Junge, ich will nicht aussteigen. So ich muss so nur liegen. Der raucht schon. Der hat einen Reifen von mir. Der brennt. Wo? Okay, da. Die sind ausgestiegen, ausgestiegen. Nein, sind die nicht. Okay. Platz. Einer ist dead. Aussteigen. Alle dead. Okay. Ey, die Cops kommen. Okay, wegschießen, ey, die Cops. Wegschießen, Junge, scheiß drauf. Nein. Der Heli. Komm, denkt euch, zieht euch Westen alles. Passt, ey, guckt erstmal, dass es euch gut steigt geht. Steigt sofort in die Autos und weg. Ey, der Fick. Wir bleiben auf Abstand und wenn die hier hinkommen, ballern wir die auch weg. Die Valkyrie darf nicht schießen mit ihrem Maschinengewehr einfach so. Ihr sollt auch nicht auf die Valkyrie schießen. Nicht auf die Valkyrie schießen, genau. Das ist wichtig, weil dann darf die auf euch zurückschießen. Der wird jetzt oben auf dem Dach landen und wird euch versuchen abzuschießen. Deswegen passt bitte auf, lasst euch nicht vom Dach snacken. Ey. Und wir bleiben auf Abstand, wie Albert das gesagt hat. Und werden vom Abstand aus die Sachen kontrollieren mit den Autos. Ey, steht da noch eine Karre von uns? Nicht. Genau, wir dahin. Bleiben in der Nähe. Wenn da ein Medic oder ein Cop kommen sollte, gehen wir dahin, droppen den Anzüge. Okay, dann fahrt dahin und droppt ihm eine Ansage, dass er wegfahren soll. Nee, die Cops haben schon auf uns geschossen gehabt, ne? Okay, dann lass die Cops wegschießen, aber auf Distanz, ne? Ihr wisst, Valkyrie Dach, der Typ ist auf einem Dach. Ich war einfach mal. Ey. Ja, ist jetzt einer wirklich ausgestiegen? Nee. Achso. Der zieht wie der. Nein, der steht da erstmal nur. Die Cops steigen aus, ne? Die Cops steigen aus, droppt den Cops eine Ankündigung. Wir können von hier hinten schießen, drop den Kopf. Ja, komm dahin jetzt. Wenn ihr die stabilisiert, seid ihr tot. Okay, die stabilisieren, steig aus. Die stabilisieren. Wenn ihr nicht auf den Heli schießen, dann schießt er nicht auf uns. Die Army-Typen, also wegschießen, kommt. Hinterm PD-Auto. Yassi, du hast keine Waffe. Einer im Busch, rechts im Busch. Ist sie weg? Wo ist der am Busch? Im Busch drin, hier rechts irgendwo. Genau da, wo ihr seid. Zieht den Busch ab, guckt den Busch. Jungs, und das alles nur, weil ihr korrupt seid. Allesamt, die im Boden liegen. Nice. Liegen alle? Busweise ziehen. Der Typ hatte eine Langwaffe bei sich und ihr habt den einfach geschützt.
Ja, genau. Aber das kannst du deinem PD-Kollegen zu verdanken, weil wir haben dir die Situation erklärt. Wo ist Dienstnummer 904? Keine Ahnung. Du bist weg von den Leichen, sofort. Idioten. Ja, was ist Albert? Ja, weg von den Leichen, bleib in Bewegung. Ja, bleib in Bewegung. Da ist aber nur noch einer drin, ne? Denk dran. Einer ist da nur noch drin. Nee, also wenn der Heli in Bewegung ist, nicht auf den Heli schießen. Ja, das ist ignoriert. In Bewegung bleibt. Aber stabil, Jungs. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Sammelt die Leute ein, lasst die Leute nicht rumlaufen. Sammelt die Leute ein, wir haben genug Platz in den Revolter. Cheserin, ist es der Medic? Ja, Medic. Medic, okay. Sofort weg. Werden wir nicht verraten. Nicht hauen. Nicht gegen den Fall. Aber Jungs, wie gesagt... Hä, was macht der? Keine Ahnung, die sind halt alle los heute Morgen. Ey Jungs, wir haben fast die Warnschüsse oder schießt. LOL, er schießt. Ist er? Ey, lass ihn mal kurz runter, wenn wir alle draufballern, dann holen wir den runter. Nein, wir lassen den in Ruhe, Das waren nur Warnschüsse, er hat niemanden getroffen. Hat voll auf uns drauf gehalten, Alter. Der hat aufs Auto gehalten. Echt? Okay. Sollen wir den runterholen? Ey, warte, es ist so jetzt in der Nähe, ich und Jasper. Der qualmt, Jungs. Was ist das denn? Hier läuft doch ein Kopf. Hier kommt ein Kopf. Ey, Seitenstraße ist ein Kopf. Der läuft Richtung PD, der Kopf. Ja, steig aus, Junge, wir ficken den jetzt einfach. Von dem Ding. Der Kopf ist am PD. Ja, wir ignorieren den Kopf jetzt erstmal. Der Kopf läuft richtig schloss in das PD. Ey, ich und Jasper, hier holen den Heli und ballern den Army-Typen da oben weg. Junge, ich hab den schon in den Wirfberg reingerammt, Alter. Oh mein Gott! Junge, er ist halt. Richtig los, der Typ mit dem Buzzard, ne? Ja, ich glaube, er merkt gerade, dass er richtig gefickt werden kann. So, nähern Sie sich nochmal, dann knallt's. Haben wir uns verstanden? Wo fahrt ihr hin? Okay, wir sind. K2. Knallt's, verstanden. Hinter Unicorn. Der Cyclone auch. Unicorn. Schussankündigung. Die haben schon auf uns geballert. Ey, stehen bleiben! Der Cyclone schießt auf uns. Wir schießen der Nero auch. Ich bin im Dorf und kommt. Im Unicorn. Hinterm Unicorn. Unicorn. Wir fahren weg. Folgt der Buzzard. Hinter euch! Fick den Nero! Nero, jetzt ficken. Alle auf den Nero, jetzt drauf. Ey, stehen bleiben oder es knallt. Junge, der hat schon Ankündigung 7 Bar bekommen, was für das knallt, Junge. Der wird jetzt rausgehauen. Das sind bestimmt die von gerade eben, Alter. Die haben wieder die Masken, gell? Schieß auf den Buzzard. Was macht der Buzzard? Richtung. Am K2 jetzt entlang. Ja, Jungs, nicht, dass die kommt jetzt auf. Achtet auf den Medic. Dreht wieder um. Fertig, der ist explodiert. Weiter. Der Trax ist geplatzt. Der Trax ist weg. Weiter geht's. So, der Mediziner. Okay, der zeigt der Mediziner. Der Trax ist sofort. Bleib stehen. Ey, der andere. Hallo, nicht schießen. So, der Medic wird jetzt sofort auch weggeschickt. Der eine bleibt jetzt da stehen. Sofort stehen bleiben. Der mit der Ecke geschossen hat, bleibt bitte da stehen und schickt den Medic sofort weg. Der wird den nicht mitnehmen. Der Cyclone fällt wieder hoch Richtung Medic. Kontrolle. Wir haben den Cyclone unter gedreht. Kontrolle. Wir brauchen keine Hilfe. Was denn? Wir haben Platten. Alles aussteigen gut. Sofort. Wollen wir auf die ballern noch? Hm? Hände hoch. Die werden ballern. Die wollen auf uns ballern. Steigt aus. Ja, Jungs, die Vaku. Die ballern auf uns. Fahrt weg. Wir haben die. Schnauze. Ja. Was für dein Kollege hat geschossen? Halt deine Fresse. Bleib da liegen. Ist mir scheißegal, dann setz ich mich mit solchen Leuten ins Auto. Laber mich nicht voll hier. Ihn schießen müssen, so leid es mir tut, ja? Okay, können wir jetzt ein bisschen schneller machen? Kurze Durchsage am Würfelpack: keine Patienten mehr. Du sollst mich erst einpacken, Ray, verdammt. Mann, Ray, sie haben echt inkompetente. Inkompetente hier. Aber der Typ hatte die Gusi noch, oder? Mitarbeiter. Kollegen. Ich bin auch ein schlechter Arzt. Okay, also schießen. Ja, war auch bestätigt, Junge. Das ist auch wieder dumm, das ist auch wieder Staatsverbindung so dumm. Buongiorno. Buongiorno. Ey, Sean. Action, Alter. Ich schwör bei Gott, ne? Warte, Sean, ich hol dich mal ab. Ey, Sean, wir haben gerade den kompletten Start auseinandergenommen. Das fängt ja gut an. Ich geh direkt wieder raus. Digga, wir haben gegen Korps, wir gegen Army, gegen Valkyrie oder keine Ahnung, welches Helikopter das ist, Alter, geschossen.